Horror Tales. Horror, der unter die Gänsehaut geht. Glück um diese Zeit und dann auch noch direkt vor der Haustür. Wenn das mal kein gutes Omen ist. Wirf mal einen Blick in die Runde und dann sag mir, ob du hier wirklich wohnen willst, Lien. Naja, ist halt ein lebendiges Viertel. Und wir haben das doch zigmal durchgesprochen. Willst du wirklich, dass unser Sohn in so einer Umgebung aufwächst? Vielleicht hättest du doch mal einen neuen Anlauf starten können und deine Eltern... Danke auch. Ich habe meinen Stolz. Vor allem, nachdem sie sich nicht mal bemüht haben, ihre Einstellung zu verbergen, als sie gehört haben, dass du schwanger bist. Kinder muss man sich auch leisten können. Ich weiß, da hat meine Mutter ins selbe Horn geblasen. Bei der verstehe ich das ja wenigstens. Dich hat sie ja wirklich früh bekommen und macht sich halt Sorgen, ob du deine beruflichen Chancen damit verbaut hast. Wie einfühlsam von dir. Die Dame hat noch nicht begriffen, dass wir nicht mehr im 20. Jahrhundert leben. Wir kriegen das schon hin, Mallory. Du wirst sehen. Immerhin passt deine Mom jetzt auf den Kleinen auf. Ist doch schon mal ein Anfang. Ja, sie ist wirklich die geborene Oma. Nicht... Gib ihr eine Chance. Jetzt bin ich erstmal auf unser neues Zuhause gespannt. Du bist ganz schön optimistisch. Das ist immerhin London. Wahrscheinlich stehen die schon im Treppenhaus Schlange, um die Bruchbude zu besichtigen. Da haben wir beide gerade noch gefehlt. Du meinst wir drei? Ja, wir hätten Harry mitnehmen sollen. Ganz schön blöd von uns, so einen Bonus-Joker nicht zu benutzen. Ich denke, das kriegen wir auch ohne Babyfaktor hin. Schön wär's. In deinem Studentenzimmer halte ich es höchstens übers Wochenende aus. Meine WG nervt nur noch. Dann wollen wir mal. Der Eingang sieht doch schon ganz vielversprechend aus, findest du nicht? Also, ich weiß nicht. Schaut irgendwie wie das Maul von einem Ungeheuer aus, das jeden verschlingt, der eintritt. Deine Fantasie ist wirklich unbezahlbar. Sag das mal meinem zukünftigen Arbeitgeber. Bitte, nach Ihnen, die Dame. Danke. Ach, Mann, Liam, das geht sicher auch sachter. Merke ich mir fürs nächste Mal. Oh, ganz schön duster hier unten. Gibt's keinen Lichtschalter? Nachts würde ich hier Angst bekommen. Ach, die paar Schritte zur Treppe schafft man auch so. Einen Fahrstuhl sehe ich hier auch nicht. Wo liegt die Wohnung noch gleich? Im vierten Stock? Was soll's? Wir sind keine Rentner. Na, dann möchte ich dich mal hören, wenn du in Zukunft unsere Einkäufe hochschleppst. Mach ich doch mit links. Angeber. Die Treppe klingt ja nicht sehr vertrauenserweckend. Die hält schon, keine Sorge. Dein Wort in Gottes... Oh! Hast du das gehört? Was? Nein, ich höre nichts. Ist doch still hier. Was war denn? Irgendwas Komisches. Klang wie ein Stöhnen oder so. Jetzt ist alles ruhig. Komm, bald sind wir oben. Oh.
Meinst du nicht auch, dass es hier eklig riecht? So süßlich. Naja, vielleicht hat da einer seinen Müll nicht rausgebracht. Oh. Nein, das ist was anderes. Hey, Arschloch! Du hast meine Freundin fast umgerannt. So ein Idiot. Alles okay bei dir? Ja, mir geht's gut. Aber du musst dich ja nicht unbedingt dem Umgangston in diesem Viertel anpassen. Nicht, dass du dir noch irgendwelche Kleingangster zum Feind machst. Harry braucht doch einen Vater. Schon gut. Das klang ja fast so, als ob du doch glaubst, dass wir eine Chance haben. Na, immerhin sehe ich noch keine Schlange. Das lässt hoffen. Noch zwei Stockwerke, dann sind wir da. Amen.